3,5 Jahre sind Captain Ben und Smoot Johannes alias Benjamin Schaschek und Hannes Koch um die Welt gesegelt. Dann hat ihr Boot Marianne schlapp gemacht und die Sailing Conductors mussten vor Florida ankern. Bis die Zeit der Stürme vorbei ist, sind die beiden nun auf Vortragstour. Am Freitagabend berichteten sie im Peng in Mainz von ihren Abenteuern, ihren Begegnungen und ihrem Ziel, Musiker aus aller Welt in einem gemeinsamen Projekt zu verbinden. Wir waren bis jetzt auf den Salomoninseln, in Papua-Neuguinea, Australien, Indonesien, Thailand. Ja, naja, 23 Länder jedenfalls. Und ja, wir haben am Anfang nicht gewusst, genau wie lange wir fahren. Wir wollten eigentlich durch den Suezkanal in 9 Monaten schon zu Hause sein. Wir wussten ja gar nicht, wie man überhaupt segelt. Wir hatten beide keinen Segelschein. Ich bin ein bisschen mit der Familie früher auf so kleinen Jollen gesegelt in Holland, auf den kleinen Seen. Hannes hat noch nie einen Fuß auf dem Segelboot gehabt. Und deshalb haben wir gedacht, wir werden das in 9 Monaten oder in einem Jahr schon schaffen irgendwie. Und ja, dann sind uns ja die Somalia-Piraten dazwischen gekommen und haben wir gesagt, komm, macht noch so viel Spaß, segeln wir halt um Südafrika rum. Und ja, dann haben wir gesagt, wo jetzt lang? Und dann haben wir gesagt, ja, Brasilien, Rio ist ja doch noch näher als Deutschland jetzt. Dann sind wir also über den Atlantik rüber, dann nochmal ganz Amerika mitgenommen. Und ja, so hat sich dann nach und nach unsere Route ein bisschen verlängert. Beim Tontechnikstudium in Berlin hatten sich Schaschek und Koch kennengelernt. Zur gemeinsamen Weltumsegelung kam es, weil Schaschek nach einem Auslandssemester in Sydney, Australien, gepackt von der Surfleidenschaft, seinen Rückflugtermin versäumte. Dann lag ich am Strand irgendwann, um mich an den Wellen abzureagieren, weil ich hätte mir ein neues Flugticket kaufen müssen, Rückflugticket. Und dann habe ich am Horizont ein weißes Segelboot gesehen mit weißen Segeln und es war gerade Sonnenuntergang, hochromantisch. Und dann kam mir so die Idee, warum kannst du nicht einfach nach Hause segeln, dir ein kleines Segelbütchen kaufen und musst kein Geld für Kerosin ausgeben, sondern Wind kostet ja nichts. Und ja, dann habe ich den Hannes angerufen beim nächsten Skype-Gespräch und habe dem von meinen Plänen erzählt so und dann meinte er so, ich habe gerade nichts zu tun, da bin ich dabei. Obwohl Ben und Hannes etwas blauäugig in die Weltmeere stachen und kritischen Situationen ausgesetzt waren, haben sie ihr Ziel erreicht, Musiker in aller Welt kennenzulernen, ihre Musik aufzunehmen, von Land zu tragen und immer weiter zu ergänzen. Mitgewirkt haben Straßenmusiker, aufstrebende Stars und Größen wie Marius Müller-Westernhagen. Also wir haben vom Gitarristen, der 5-mal die gleiche Saite auf seiner Gitarre hat, weil er nicht wusste, wie man eine richtige Gitarre beseitet, bis hin zu ja, fast professionellen Orchestermusikern und Berufsmusikern eigentlich alles dabei gehabt. Dies und mehr können Interessierte ab Mitte Januar rechtzeitig zur Messe Boot in Düsseldorf im Buch Sailing Conductors – Zwei Leichtmatrosen auf der weltweiten Suche nach Musik nachlesen. Herzlichen Dank.